So, jetzt bleiben wir auch ein bisschen ruhiger. Wir haben das auch nicht mehr so. Und wir kommen zu einem alten Bekannten, zu Eric Clapton. Und dieser Song Wonderful Tonight, den habe ich sogar noch auf Schallplatte und hat mich auch lange begleitet. Und ist einfach ein schöner Song. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear, and puts on a makeup, and brushes her long blonde hair. And when she asks me, do I look your eyes? And I said, yes, you look wonderful tonight. We go to a party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And when she asks me, do you feel alright? And I said, yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, I've got aching hands, so I give her the car key, she helps me to bed, and then I tell her, as I turn out the lights, I said, my darling, you are wonderful tonight. Oh my darling, you are wonderful tonight. So, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Song, weil H5N1 wollen ja auch nochmal spielen. Ja? Und ich möchte mich herzlich bedanken beim Zeppelin Club, dass ich spielen durfte. Wunderbar, bei H5N1, dass Sie mich gefragt haben. Und bei euch natürlich, dass ihr hoffentlich zugehört habt. Habt ihr zugehört? Ja. Naja, auf jeden Fall. Und das ist eine kleine Überraschung auch für die Band, weil ich war bei denen im Garten und dann haben wir so ein bisschen geredet. Otto, dann haben die vorgeschlagen, warum spielst du nicht den Song? Habe ich gesagt, kann ich nicht. Jetzt kann ich ihn vielleicht, mal gucken. Viel Spaß. Ist auch ein schöner Titel, so. Step inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you never been, but all the things that you see fade away. So I start a revolution from my bed. Just sell the brains of everyone to my head. Step up beside the summer, it shines in blue.
Und neben mir sitzt Alex, der hat das Vorprogramm gemacht. Ja. Den will ich auch nicht vergessen, natürlich. Ne? Und ja, Kompliment meinerseits. Ja, und wie bist du dazu gekommen heute Abend? Ja, also ich kenne, also erstmal deren Fingerfertigkeit, das ist, was die aus der Forschung gesagt haben, aber ich kenne den Keyboarder. Du warst aber nicht bei der Partnerbörse mit dabei. Nein. Also ich habe die auf der Straße kennengelernt. Und den Keyboarder kenne ich ein bisschen und ich bin in einer Band und das hat sich eigentlich dann so ergeben. Ja, ganz spontan.